Hallo, liebe Tiefsee-Freunde, zu einer neuen Ausgabe von Formel 1 22. Ja, nächstes Rennen steht an, und zwar in Monza in Italien. Ein Klassiker, würde ich sagen. Ja, eigentlich ein einfacher Kurs, nicht viel großartige Schnörkel drin. Geschwindigkeit ist da angesagt. Ob wir es erfolgreich managen werden, das werden wir gleich sehen. Wenn es euch gefällt, Daumen da lassen, Abo nicht vergessen und rechts um die Playlist für die ganze Saison. Also, keep racing! Willkommen in Monza, wo die Fans auf den Tribünen darauf warten, die schnellsten Fahrer der Welt heute beim Kampf um die begehrten vordersten Plätze zu sehen. Es ist Zeit für den Grand Prix von Italien. Mit Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 346 Stundenkilometern und einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 249 Stundenkilometern gilt Monza nicht ohne Grund als eine der schnellsten Pisten des Motorsports. Im Parco di Monza gibt es 11 Kurven und auf der 5,79 Kilometer langen Rennstrecke haben wir schon spektakuläre Rennen erlebt. Die beste Überholmöglichkeit gibt es in der harten Bremszone vor der ersten Schikane. Vorher geht es durch die berühmte Parabolica und dann über die lange Start- und Zielgerade. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Ein Wagen des neuen Teams startet von der Pole Position. Und daneben steht Max Verstappen, der von P2 starten wird. Und schauen wir uns den Rest der Startaufstellung an. Leclerc, Norris, Alexander Albon und Hamilton, Fernando Alonso, Sainz, Magnussen und Sebastian Vettel. Bottas, Gasly, Sergio Perez und Russell, Sato, Joe, Esteban Ocon und Yuki Tsunoda. Mick Schumacher, Stroll, Ricardo und Nicolas Latifi. Die Startlichter werden jeden Moment ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke. Stefan Römer ist heute wieder bei mir in der Kommentatorenbox. Hallo Stefan, ich bin neugierig. Als jemand, der selbst schon auf der Strecke war, wie kommt man mit der Nervosität zurecht, wenn man seine Startposition einnimmt? Ich denke mal, Sie werden langsam das Adrenalin spüren, wenn Sie an den Weg zur ersten Kurve denken. Fast so, als ob man sich auf einen Kampf vorbereiten würde. Die unbekannte Situation fordert Nerven, doch das ist gut. So konzentrieren sich alle auf den Moment und ihre Umgebung, während wir auf den Start des Grand Prix zusteuern. Thank you.
nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit Mediums weiterfahren. Alles okay. Sieht aus, als sei die Boxencrew bereit, sich um das Auto zu kümmern. Sie werden versuchen, den Stopp so schnell wie möglich durchzuführen. Sei gut zu diesen Reifen. Wir wollen das Rennen auf dieser Mischung zu Ende fahren.
kommt an die Box. Abstand zum Hintermann beträgt 4,3 Sekunden. Von der Strecke geflogen. Gelbe Flaggen voraus. Grüne Flagge.
der Wagen hinter dir hat gerade auf harte Reifen umgestellt. Wagen hinter dir jetzt auf harten Reifen. Etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Einfach fantastisch, du hast den Grand Prix gewonnen.
Rennen gibt es ein paar enttäuschte Gesichter an der Boxenmauer. Aber nicht hier. Das war ein fantastischer Sieg. Sag mir, Stefan, wie haben Sie sich heute den Sieg geholt? Es klingt vielleicht etwas vereinfachend, aber ich denke wirklich, dass es vor allem an der Qualität des Autos lag. Die Fähigkeiten des Fahrers sind natürlich wichtig, aber ohne ein solides Team erreicht man nichts. Wenn man diesen idealen Punkt erreicht, an dem man einen exzellenten Fahrer und ein unglaubliches Auto hat, dann erzielt man Resultate, wie wir sie heute erlebt haben. Willkommen bei der Siegerehrung der besten drei des heutigen Tages. Sie mussten bei diesem extrem schwierigen Rennen bis ans Limit gehen. Wer war nach diesem unglaublichen Renntag dein Fahrer des Tages, Stefan? Ohne Frage Lewis Hamilton. Er hat heute einige selbst für ihn beeindruckende Kunststücke auf der Strecke vollbracht. Also Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, wieder mal ein souveräner Sieg von Anfang an bis zum Ende. Keinen Fehler gemacht. Alles lief wie am Schnürchen. Überlegungen, ob wir die KI noch ein bisschen besser machen? Ich weiß es nicht. Muss mir das Ganze nochmal durch den Kopf gehen lassen. Auf jeden Fall hat Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, einen Daumen hinterlassen. Abo nicht vergessen. Rechts um die Playlist. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.